Also ich stelle Ihnen heute eine spezielle japanische Säge vor. Das ist die sogenannte Kukihiki. Sie hat keine Schränkung. Das heißt, sie ist zum Abschneiden von Holznägeln, ohne dass sie die Holzoberfläche verletzt. Dadurch, dass sie keine Schränkung hat, schneidet sich die Säge natürlich nicht frei, ist etwas schwieriger dadurch in der Handhabung. Ich zeige Ihnen das jetzt. Ich habe zwei verschiedene Holznägel vorbereitet. Einmal einen Durchmesser von 6 mm und einmal von 15 mm. Sägen wir einfach mal, dann sehen Sie, wie es funktioniert. Wunderbar. Perfekt sauber abgeschnittene Holztübel, ohne die Holzoberfläche zu verletzen.